Der Kirchentag 2021 kommt nach Frankfurt. Evangelische und katholische Christen feiern gemeinsam ein ökumenisches Fest. Die Menschen in der Main-Metropole freuen sich drauf. Ja, finden wir super. Ja, finde ich sehr gut. Ja, wir waren auch schon. Genau, auf den letzten drei. Finde ich in Ordnung, Ökumene finde ich in Ordnung. Ich war auf dem Jugendkirchentag schon einmal und jetzt, ich weiß jetzt nicht so ganz, was dann so auf dem Kirchentag abgeht, aber mal gucken. Das letzte Mal war der Kirchentag 2001 in Frankfurt. 20 Jahre später freut sich die Stadt, den dritten ökumenischen Kirchentag zu veranstalten. Der gemeinsame Kirchentag ist ein Zeichen für Zusammenarbeit und Respekt der beiden Konfessionen. Die evangelische Kirche in Hessen und Nassau lädt zusammen mit dem Bistum Limburg zu dem Fest des Glaubens an den Main ein. 200.000 Teilnehmer werden erwartet. Für die Besucher bietet der Kirchentag 5 Tage lang Konzerte, Gottesdienste und Diskussionen. Ich freue mich, dass dieser Kirchentag ökumenisch ist. Das ist ein ganz wichtiges Zeichen in unserer Welt. Viele warten darauf. Viele Menschen in der evangelischen und in der katholischen Kirche, die sagen mit Recht, wir sind Christen. Und wir wollen als Christen in dieser Welt unseren Glauben leben. Und da erwarten sie von ihren Kirchen, dass sie auch das nach vorne stellen. Und nicht das Trennende, sondern das Verbindende suchen. Schon im nächsten Jahr lädt die evangelische Kirche nach Berlin zum Kirchentag zum 500-jährigen Reformationsjubiläum ein. Der Abschlussgottesdienst wird dann in der Lutherstadt Wittenberg gefeiert.